Vom Laufparadies in die tropische Idylle. Der SC Tegeler Forst setzt beim 9. Lauf in die Tropen auf ein Familienabenteuer der besonderen Art, welches das Herbstwetter mit Leichtigkeit schnell vergessen lässt. Wir machen öfter mal verschiedene 10-Kilometer-Läufe, auch in Berlin, auch Hindernisläufe, und wollten uns einfach einen schönen Tag im Tropical Island dann noch machen. Auf einer malerischen Strecke entfaltet sich das Ereignis als eine wahre Naturharmonie. Die unterschiedlichen Distanzen von 5 Kilometer bis hin zu anspruchsvollen 20 Kilometern bieten Teilnehmenden aller Art die Möglichkeit, sich in der Märkischen Heide zu bewähren. Auch die Jüngsten können auf einer 400 Meter sowie 800 Meter Strecke ihre Energie entfesseln und so richtig in das Laufgeschehen eintauchen. Die Strecke ist flach und ab und an geht es mal über die Wiese und man sieht das Tropical Island im Hintergrund. Das ist eigentlich sehr schön, ja. Die Herausforderung über den ehemaligen Flugplatz ist geschafft und im Tropical Islands wartet niemand Geringeres als Olympiasieger Christoph Harting. Mit tollen Sachpreisen in der Hand gratuliert er den Läufern persönlich zu ihren beeindruckenden Leistungen. Es ist immer schön, in dankbare Gesichter zu gucken. Ich denke, es geht allen Teilnehmern so, dass die auch sehr dankbar sind, dass es überhaupt durchgeführt wird. Und das funktioniert ohne die ehrenamtlichen Helfer nicht, die einfach sagen, ja okay, wir brennen für den Verein, wir helfen, wir unterstützen. Und von daher war es ein schöner Tag heute. Jetzt ist es an der Zeit, in den Modus der puren Entspannung zu wechseln. Denn hier können sich die Familien in den tropischen Welten treiben lassen, den Regenwald erkunden und in warmen Lagunen vollkommene Erholung finden. Wir sind schon mehrere Jahre dabei und uns freut es immer, wenn wir wieder da sind und mitmachen können. Mit einem herbstlichen Lächeln und tropischen Erinnerungen im Herzen endet das Abenteuer. Doch für alle Laufenthusiasten steht bereits die nächste Herausforderung bevor. Beim Herbstwaldlauf am 1. Advent können sie ihre Leidenschaft weiter entfachen.